Hallo Madman, hier ist Lola. Gestern habe ich einen Kampf gewonnen. Ist das nicht großartig? Alter. Alter. Ich fass es nicht. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr mich das anpisst. Dass ich jetzt hier... Dass ich dann dauernd Anrufe bekomme. Ich beneide Erik. Ich glaube, bei dem geht das nicht. Oh, ich will jetzt auch nicht mehr mit den Leuten kämpfen. Ganz ehrlich, da habe ich keine Lust drauf gerade. Was machen wir denn jetzt Schönes? Wir gucken mal, wie es hier oben weitergeht. Immer wollen alle kämpfen. Zeig mir, wie man dem aufregender werden kann. Sag mal, gibt es hier nur Doppelkämpfe? Das ist mein Lieblings-Pokémon. Ist ja nicht zu fassen, ey. Also irgendwie hat wenigstens jeder nur eins. Doreen und Konrad möchte kämpfen. Wenigstens hat jeder nur eins. Echt, ey. Das ist nicht zu fassen. Roselia und Zandana, meine absoluten Lieblings-Pokémon. Vor allem Zandana mit seiner verdammt guten Verteidigung. Ja, da machen wir erstmal Tackle auf Zandana, weil das ja so gut ist. Und wir machen erstmal Windstoß auf Roselia. Das will ich zuallererst loswerden. Yep. So, dann können wir gleich auch Windstoß auf Zandana machen. Oh, Inge ist schon Level 15. Das geht ja ratzbatz hier mit ihr. Gut, Roselia gibt auch gut Punkte, ne? Zandana macht Kratzer. Das tut uns nichts. Wir machen gleich nochmal Tackle. Und wir machen hier nochmal Windstoß. Denn Windstoß ist gut gegen Boden. Oder auch nicht. Aber auf jeden Fall ist es nicht uneffektiv. Und das ist auch schon mal gut. Ja, natürlich. Giftstachel hat eine Chance von 30%, weißt du? Ich muss 20 Mal Giftstachel machen, damit ich jemanden vergifte. Und er macht es beim ersten Mal. Scheiß drauf. Hätten wir Pflanze machen können? Wir hätten Pflanze machen können. Ich bin doch doof. Wir haben doch Megasauger. Machen wir gleich mal, weil sie jetzt hat also seine Verteidigung erhöht. Ja, komm. Und hier machen wir Megasauger. Mit seinem Rüsselchen hier, Papinella. Yeah. Das ging schnell. Immerhin. Oh, ich. Also das war mir zu viel Aufregung. Du bist einfach nur schlecht. Moment, hattest du auch genug Zeit, dir mein Pokémon anzuschauen? Dein Zandana, ja. So, jetzt mal ab. Oh, habt ihr gesehen, wie ich seitlich gehüpft bin? Der Burner. Ups, das war die Speed-Taste, tut mir leid. Alte Angewohnheit. Ah. Dedel Ding. So. Was machen wir jetzt schön? Wir gehen einfach weiter nach oben. Wir gucken mal kurz auf die Karte. Ich brauche mal kurz eine Orientierung. Was ich mal. So. Pokénav. Ne, ich gerade hören. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, wir müssen, glaube ich, hier zu diesem komischen Berg. Aber den sieht man hier gerade nicht. Doch, hier ist er. Da ist nämlich gerade, also in jeder Edition ist da irgend so ein Team Hassenszenen drauf. So, na, das ist ja auch wieder hier schön. Great Bait Mate, I rate 8 of 8. Schon wieder ein Doppelkampf, Alter, da gehe ich jetzt oben rum. So. Was ist hier? Ah, das ist diese komische Familie. Gegen die kämpfe ich jetzt noch nicht. So. Hier geht's nicht weiter, weil ich viel Zertrümmerer brauche. Und für Zertrümmerer brauche ich den Orden. Was ist hier eigentlich schon los? Guck mal, was erzählst du eigentlich mehr? Ich habe die Familie Siegers herausgefordert und viermal hintereinander gekämpft. Hinterher war ich kaputt. Ja, glaube ich. Was ist denn hier Schönes? Was ist das denn? Gab es da ein Schild davor? Ah, da ist ein Schild. Eingang Trainerberg. Erklimm den Gipfel, heißt blütiger Trainer. Och, wisst ihr, das muss jetzt gerade nicht sein. Ich will jetzt erstmal rausfinden, was ich machen muss. Ich glaube, ich muss zu diesem Berg, aber da komme ich nicht hin. Weil hier ist Zertrümmerer, das brauche ich, um da durchzukommen. Und wo kriege ich den Zertrümmerer her? Hier ist nur die Familie Siegers. Surfen kann ich noch nicht. Gegen die habe ich gekämpft. Wir gehen einfach mal hier lang. Auch schon gekämpft. Kämpfen wir mal gegen den hier. Du, würdest du gegen meine Pokémon kämpfen? Jo, klar.
Wer ist das denn? Pokémon-Züchter Blasius. Flurmel. Lass mich raten, das macht Aufruhr. Inge, mach es fertig mit deinem Tackle. Aha. Wann lernt es eigentlich eine Attacke? Ja, toll, Erstauner. Die sinnloseste Attacke ever. Abgesehen vom Platscher. Oh, das geht ja aber ganz gut. Inge hat auch eigentlich einen guten Spezialangriff, den ich jetzt aber noch nicht nutzen kann. Oh, Schwalbini. Abfahrt. Dann nehme ich kein Käfer-Pokémon. Kein Käfer-Pokémon. Ja, ich bin doof. Aber jedenfalls nicht Inge. Kein reines Käfer-Pokémon. Da müssen andere Attacken ran. Gut, das macht erstmal nur Ruckzuck-Keep. Können wir ja direkt Konfusion machen. Boah, sauber. Gut, wir sind doch doppelt so stark. Wir haben das doppelte Level. Ja, was gibt's noch so zu erzählen? Ich musste meine ganze Call of Duty-Aufnahme wegschmeißen. Weil ich habe rausgefunden, warum das immer laggt bei mir. Meine Festplatte ist nämlich zu langsam. Inge ist Level 16, sehr schön. Und dadurch, dass meine... Oh Gott, wie viel Pokémon hat die? Meine Festplatte ist zu langsam und dadurch... wenn ich ein Spiel spiele und mit Fraps aufnehme und das Spiel und Fraps halt große Bilder ablegen muss, zum Beispiel bei hohen Auflösungen wie bei Team Fortress, dann fängt an, Fraps die Bilder zu defragmentieren und da kommt die Festplatte nicht mit, weil ich gleichzeitig lese und schreibe von der Festplatte. Und dann ist einfach, wenn man eine ganze Weile aufnimmt, ist irgendwann Abfahrt. Und als ich das letzte Mal Monotype aufgenommen habe und Freespace, da habe ich hinterher noch Call of Duty aufgenommen und da hat die Festplatte dann gesagt, ist nicht mehr. Und da musste ich halt andauernd Call of Duty neu abbrechen, wieder neu aufnehmen und so. Und da habe ich jetzt den ganzen Scheiß weggeschmissen, das war mir nämlich zu viel. Da hatte ich 6 einzelne Filmaufnahmen und es hat von Anfang an schon angefangen zu laggen. Und ja, das mache ich jetzt einfach neu. Und ich habe jetzt, ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern, wir haben mal wieder ein bisschen Teamfotos aufgenommen und ich habe das Spiel auf eine externe Festplatte gemacht und Fraps auf die interne schreiben lassen und es hat nicht einmal geleckt. Doch einmal ein bisschen kurz, aber da war mein Rechner dran schuld, weil einfach so viele Bots kamen. Ja, auf jeden Fall liegen die Dateien jetzt bei mir. Ich werde die jetzt über Nacht rendern und dann irgendwie Erik zukommen lassen, dass er das wieder schön zusammenstippeln kann. Und dann irgendwann, weil wir wissen, Erik lässt sich da mal Zeit mit, wird in ein paar Wochen oder so, vielleicht nimmt Erik das jetzt auch als Anstoß, weil ich ein paar Wochen gesagt habe und will es früher schaffen, was, wie auch immer. Es wird irgendwann mal wieder, ich bin doof. Es wird irgendwann mal wieder Teamfotos kommen, ohne Lagger. Also komplett bis zum Ende durch mit Bild von mir. Wahnsinn, oder? So, Psycho ist nicht gut gegen Unlicht, aber wenn man die ganze Zeit quatscht, dann kann einem das mal passieren. Kämpfen wir eigentlich gerade immer noch in einem Trainerkampf? Ja. Seht ihr, so lasse ich mich ablenken, wenn ich rede. Ich habe halt auch, ich fokussiere mich immer auf das, was ich gerade tue. Und deswegen ist immer entweder Pokémon spielen oder reden. So habe ich ja auch schon mal in der Nuzlocke Kleinstein fast gekillt, weil ich gegen Felino gekämpft habe und eine Attacke gemacht habe, statt auszuwechseln. Aber es ist ja alles gut gegangen. Und wir sind jetzt auch wesentlich weiter schon. Und, oh, Makuhita, das freut mich, da kann ich Windstoß machen. Ja, und Nuzlocke werde ich hier auch direkt danach gleich noch spielen. Ja, Nuzlocke, Monotype, ich bin so bescheuert. Ich vergesse immer, was ich darf und was ich spiele. Hab ja auch letztens ein Zickzack-Tier gefangen. Ich glaube, das war sogar Folge 16, da erinnere ich mich noch dran. Da habe ich auch schöne Kommentare drunter bekommen. Ich werde mein Trainingspensum verdoppeln. Wir sollten bald mal wieder kämpfen. Arrgh! Ich will irgendwas an die Wand schmeißen. Ganz ehrlich, Leute, das regt mich so unfassbar auf. Ich trainiere mit meinen Pokémon und bin mit meinen Fähigkeiten echt zufrieden. Gleich nicht mehr. Ja, also stellt euch jetzt vor, hier mit so zwei Finger drauf zeigen, so pistolenmäßig und dann so ein Zwinkern und dann... Also jetzt nicht mit mir, weil das sieht bei mir scheiße aus, aber mit irgendwem, der das kann, hier Brad Pitt oder so, keine Ahnung. Dodu von Jutta wird das in den Kampf geschickt. Dodu kriegt auch wen anders zum Kämpfen. Liegt dich mit wem anderen in deiner Größe? Oh nein! Dieses Scheißvieh. Verfolgung ist so eine fiese Attacke. Stefanie konfusiert einfach komplett weiter. Ist das ein Wort? Konfusiert? Konfus? Nein. Konfus? Ich bin konfus? Er hat mich
Verwirrt, ja. Hm. Schwierig. Ich weiß nicht, ob es dazu ein Wort gibt. Konfusare vielleicht. Konfusiere. Das ist so mit lateinischer Endung, aber ich weiß es nicht. Oder wahrscheinlich ist es griechisch. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich muss wirklich mehr üben. Ja, musst du. Natürlich, jeder muss gegen mich mehr üben. Sogar der Chan. Du scheinst ein sehr gutes Training zu haben. Ich würde gerne später wieder gegen dich antreten. Will hier eigentlich jeder meine Nummer haben? Und vor allem, ich gebe hier auch noch jeden. Was bin ich eigentlich für eine Schlampe? Wenn mir irgendwer da was andrehen will? Die Luft hier ist wunderbar frisch. Ach, wenigstens will er nicht kämpfen. Ah, das ist hier dieser komische Kurort. Ah. Eins, zwei, ich Käfersammler. Heute bin ich ein Käferfreak. Aber meine Liebe zu Pokémon hat sich nicht verändert. Leute, mir ist gerade ein bisschen schwindelig von den ganzen Plappern und ich habe nicht gegessen und so. Naja. Man bringt Opfer fürs Let's Playen. Pudox, flap, flap, flap. Ey, mein Pudox macht das nicht, oder? Das ist nicht so cool. Ach, mein Pudox ist trotzdem cooler. Ja, geht erstmal direkt daneben, Tackle. Irgendwann muss es ja passieren. Wieso ist Windstoß? Ja, komm, trotzdem machen wir noch einen Tackle. Okay, wir machen keinen Tackle. Ja, mach noch eine Konfusion. Na klar, bedien dich. Setz dich, Brian, nimm dir einen Keks. Du Arsch! So. Wenn Windstoß effektiv gegen Käfer ist, dann bekämpfen wir doch einfach mal Gleiches mit Gleichen. Psycho ist aber gut gegen Gift, ne? Ey, das ist voll fies. So, jetzt zeigen wir dir mal, was ein Windstoß ist. Hui. Hallo. Wenn das jetzt auch noch effektiv ist. Oh, ist ja fies. Egal. Windstoß ist cooler. Yeah. Guck's dir an. Guck's dir an. Das ist irgendwie so ein Text von Deichkind. Also irgendwo kommt das vor. Ziehen wir an oder sowas. Ich weiß so gar nicht, aus welchem Lied das ist. Bück dich hoch oder Arbeit nervt oder sowas, ja. Ey! Nimm dies! Du Sau! So. Kannst du mal gucken da. Meine Ungeschicktheit ist auch ungebrochen. Ah ne, der ist ein bisschen zu alt für die Stimme, aber ist egal. Nein, ich wollte nicht kämpfen. Bitte lass mich überprüfen, ob du deine Pokémon noch richtig aufgezogen hast. Als ob dich das was angeht, du Piep. Boah, schon wieder 6 Pokémon. Also die Kämpfe sind echt Hammer in Smaragd. Muss ich mal sagen, die sind echt schwerer geworden. Da ist nicht mehr mit zu spaßen. Wir nehmen mal. Ach komm, wir nehmen Stefan. Weil es so schön ist. Superschall, ne? Fängt ja schon mal super an. Superschall fängt super an. Ja, witzig. So. Was machen wir Schönes? Wir machen eine Windspur. Windstoß, nicht Windspore. Ja, verlässt sich selbst, natürlich. Ah. Weil ich würde ja gerne irgendwie in der Story weiterkommen, ne? Aber die Kämpfer halten mich ganz schön fest. Alter, wie doll ich mich selber verletze. Das waren gerade 17 KP. Ist doch nicht dein Ernst. Ich habe mir das alles selber abgezogen. Ja, ich hätte es natürlich in eine andere Richtung klicken können. Ich hab hier noch Sprudel. Oh yeah. Nehmen wir mal einen Sprudel. Es ist nicht zu fassen, Leute. Das liegt nicht mal an den Käfern. Es hat nichts damit zu tun, dass sie nicht kämpfen können. Es ist einfach nur Statusveränderungen und noch mehr Pokémon und noch mehr Pokémon und ganz viele Pokémon und Milliarden, Millionen Doppelkämpfe. Oh. Nicht zu fassen. Goldini, Goldini. So, dann kann man Megasauger machen. Goldini ist nämlich Typ Wasser. Hätte ich bei Wingo auch machen können, wenn es nicht auch Typ Flug wäre. Boah, wie schnell das ging. Und wir sind wieder voll geheilt. Yeah. So, Meryl wird in den Kampf geschickt.
So, ich glaube, wenn ich im Wiesenflur bin, dann höre ich hier erstmal auf. Da muss ich dringend was essen. Und danach nehme ich Nasslock auf. Das dauert ja nicht lange. So, Meryl besiegt. Jo, jo, jo. Und nochmal ein Knilz. Da können wir auch ganz entspannt Windstoß machen. Oh, und ich mache... Oh. Ja, Leute, heute ist echt nicht mein Tag. Als ob das jemals wäre bei der Monotype. Ob ich vor einer Stunde Aufnahmezeit dann noch hinkomme nach Wiesenflur, ich weiß nicht. Ich habe jetzt noch 6 Minuten Zeit. 5,5. Na, sagen wir mal 6 Minuten mit der Zeit, die ich rausschneiden muss. Weil ich gehustet habe und getrunken habe und so. Aber naja. Wir werden das schon irgendwie schaffen. Wir sind auch schon fast auf Level 25. Das hilft uns natürlich auch bei der Vorbereitung auf die Arena. Nicht, dass ich da mit Stefan reingehen würde, aber... Ich habe auch keine große Wahl, mit anderen Pokémon hier gegen die Trainer zu kämpfen. Vor allem, wie schwache Pokémon die auch haben. Nur weil es so viele sind, oder was? Ich könnte auch einen Roselia Level 15 one-hitten, wenn du willst. Oder sind wir einfach immer noch so stark überlevelt? Aber eigentlich nicht. Also der Arena-Leiter von Fausto Hafen war ja auch schon stärker. Ein Eneko, machen wir unsere stärkste Attacke. Hat mit Step-Bonus 60. Oh, in den Grund und Brunnen gestampft. Und damit wäre Lydia endlich besiegt. Ja, die hat irgendwie gesagt, dass die Pokémon gut aussehen oder so. Sorry, habe ich jetzt weggeklickt. Ich freue mich, einen sehr freundlichen Trainer wie dich getroffen zu haben. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vor allem, wie viele Leute ich da jetzt schon drin habe. Okay, ich habe es nach Wiesenflur geschafft, so wie es aussieht. Das hatte ich anders in Erinnerung in den Ort. Das ist, glaube ich, Heikos Haus hier unten. Ja, vielleicht war ich hier auch einfach so selten. Aber wir gehen jetzt hier erstmal ins Pokémon Center. Yo. Und nachdem wir uns jetzt ordentlich geheilt haben, gehen wir nochmal kurz mit Heikos Vater schnacken. Weil wir haben jetzt noch 5 Minuten. Und das ist leichter mit den Folgenteilen und so. Wobei, mal sehen, ob das wieder noch mit so einer Viertelstunde klappt. Das weiß ich nicht. Das muss man immer gucken, wie das im Kontext aussieht. Warte mal, das ist doch Heikos Haus hier, oder nicht? Ist das nicht die Mama? Der Freund meiner Tochter besitzt viel Schwung und Energie. Er gräbt ununterbrochen einen Tunnel, damit er meine Tochter sehen kann. Meine Tochter ist etwas besorgt und deswegen schaut sie jeden Tag und ist besorgt deswegen und schaut jeden Tag nach ihm. Alles klar. Das ist also nicht Heikos Haus. Hier vielleicht? Nö, mit der rede ich nicht. Hier hat ein Pikachu, die ist doof. So. Hä? Aber die haben doch hier Kurort, Wiesenflur und so. Was ist denn hier los? Das sind... Ah, sind das jetzt die Tanten von Heiko? Weit von hier in Brachpolis City findest du die Pokémon-Liga. Die Trainer dort sind alle geradezu furchterregend talentiert. Ja, ich auch. Was sagt die andere? In der Pokémon-Liga musst du die Top 4 hintereinander besiegen. Das sagen die Regeln. Wenn du gegen einen dieser Trainer verlierst, musst du die Herausforderung von vorne beginnen. Ja, das wissen wir alles. So, dann gucken wir mal da hoch. Ist auch toll, wie ich mein Fahrrad benutze, ne, Leute? Metaflurtunnel. Ne, das mache ich jetzt nicht. Da stellen wir uns mal davor. Da wissen wir, dass wir das nächste Mal machen wollen. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Resttag und viel Spaß mit dem anderen Kram, den wir auf dem Kanal haben. Guckt es euch an. Also, es lohnt sich, da mal reinzuschauen. Und ja, ansonsten, ne, tschüss.